Hey ho, meine Lieben, heute machen wir einen Original Wiesenhändel mit einem 2,61 Kilo schweren Klopper. Gut, auf der Wiesen wird man nicht so schwere kriegen. Ja, warum Wiesenhändel? Weil Wiesenzeit eigentlich. Ja, eigentlich wäre ja Wiesenzeit. Ihr habt zwar jetzt noch keine Videos dazu gesehen, aber das Hähnchen wurde gestern vom Nachbarn frisch rübergebracht und ja, alles andere an Hähnchenvarianten habe ich ja schon ziemlich durch und ja, und dann habe ich mich erinnert, da war doch mal jemand, der hat original Wiesenhändel gemacht und genau das machen wir heute nach. Von wem das jetzt war, das sage ich euch nicht, aber Burben und Madels, der Peter wird da mit Sicherheit nichts dagegen haben. Und jetzt gehen wir rüber und schauen an, was wir alles brauchen. Hier haben wir schon eigentlich alles, was wir jetzt dazu benötigen. Die Tomatensoße braucht man natürlich nicht da hinten. Die steht noch von gestern hier. Die muss erst noch verräumt werden. Das Hähnchen, den Klopper. Ich muss entschuldigen, da hinten das Licht. Muss ich erst einmal gucken, dass ich einen neuen Schalter bekomme. Da hat der Schalter eine kleine Macke von dem Licht. Naja. Dann brauchen wir sehr viel Petersilie, 3 Zweige Rosmarin habe ich noch, die sind optional, aber so hat das auch gemacht, also mache ich das jetzt mal genauso. Ein Stückchen Butter haben wir, dann SPP, Salz, Pfeffer, Paprika und wir machen jetzt genauso, wie es der andere gemacht hat, die Gewürzmischung. 2-2-1 hat er gesagt, ja. Wobei er, glaube ich, ein bisschen weniger Pfeffer drin hatte. Das war ein Esslöffel. Na. Ja gut, das waren ein bisschen mehr als zwei, aber Paprika ist immer gut. Ich glaube, ich nehme das mal in die andere Hand und das Licht da hinten geht mir ja so tierisch auf den Senkel. Eins, zwei. Na komm, ein bisschen mehr Paprika haben wir auch gehabt. Dann haben wir noch ein bisschen Pfeffer mit dazu. Na komm jetzt raus, du Feigling. Ja, und dann haben wir schon unsere Würzmischung für das Original Wiesenhähnchen. Und da werden wir jetzt ein leichtes Hähnchen schön einreiben, bevor es dann an die Füllung geht. Tja Leute, dann nehmen wir uns unser Händel. Drin ist nichts mehr. Und kann man gleich mal ein bisschen was von dem Rub innen rein. Ja, ich sage jetzt mal Rub. Die neumodische Sprache. Und von außen tun wir das ganze Teil so richtig schön einpudern, einreiben. Und wenn man will, kann man ja hinterher, wenn es auf dem Grill ist, immer noch ein bisschen Paprika oder sonstiges draufträufeln, draufstreuen. Aber jetzt ist erstmal wichtig, dass wir das Teil komplett einpudern. So. Dann außen erst einmal. Das tun wir nachher nochmal nach einreiben, wenn wir es aufgespießt haben. Aber jetzt hier für die Füllung. Wie gesagt, wirklich jede Menge Petersilie. Und auch jede Menge Butter. Ein bisschen Rosmarin zwischen rein. Und die Butter wird natürlich nachher dann auch herauslaufen. Deswegen gucken wir, dass wir dann ein bisschen Rosmarin noch mit rein. Von unserer Schale unten
das Zeug auffangen. Draußen gehen Leute vorbei, deswegen gerade das Geschrei. Und dementsprechend das Hähnchen damit dann wieder einpinseln. Und ja, ich stopfe das wirklich mal richtig voll. Einer geht noch, nein. Dann kommt unser Spießer. Halbwegs den Spieß ausgleichen. So. Und dann wären wir auch schon fertig zum Hinausgehen auf den Grill. Den muss ich noch schnell anfeuern, dabei darf der Rapp die Gewürzmischung noch ein klitzekleines bisschen einziehen. Die Schale werde ich kurz ausspülen, da kommt dann eine Butter rein, die wird geschmolzen. Das brauchen wir dann noch zusätzlich noch mit zum Einpinseln. Ja Leute, wir sehen uns draußen. Ich muss das Hähnchen jetzt noch mal ein bisschen in die Richtung verschieben, weil ich wirklich jedes Mal das Problem habe, dass ich viel zu weit drüben die Made drauf hängen habe. Naja, und jetzt tue ich ganz einfach noch ein bisschen mit dem Paprikapulver nachpudern. Die Kohlen sind gleich soweit. Und dabei kann ich nämlich auch wunderbar den Rundlauf kontrollieren. Der läuft. Ich hoffe, die Drehrichtung ist dieses Mal richtig. Ich achte auch schon gar nicht mehr drauf. Ja, und sobald die Kohlen da hinten angeglüht sind, schmeißen wir die hier hinten mit drauf. Und dann kann sich das durchfressen, durchglühen. Unten habe ich ein klein bisschen Wasser noch in die Schale rein, weil sonst verbrennt die Butter, was da rausläuft, gleich so extrem. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja da noch ein bisschen nachpinseln können damit. Ja, warten wir auf die Kohlen. So Freunde, dann wollen wir mal die Kohlen reinhauen. Und ihr wisst ja, beim Hähnchen bin ich Verfechter des Luddolfschen Haufenprinzips. Wild angehäufte Kohlen hinten rum und von einer Seite fett anfeuern. Hat sich bestens bewährt. In ja, mehreren Gänsevideos, Hähnchenvideos und so weiter und so fort. Boah, sehr, sehr very hot. Wenn ich da in den Anzündkamin so neiglotz. Temperatur. Ja. Ob wir da jetzt. Ach komm, komm auf mich. Bevor ihr da jetzt bloß den Deckel seht. Na, noch ein bisschen nah ausrichten hier. Temperaturen. Dem Hähnchen ist es jetzt wurscht, ob das bei 180 Grad drauf ist oder 200 oder 220. Angestrebt sind so um die 200 Grad. Jetzt gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Und wie gesagt, ich feuere das Hähnchen immer nur von einer Seite an. Naja, probiert es selber aus. Macht es, wie ihr das wollt. Ich mache so, wie ich das für mich für richtig halte. So, wie es mir meine Erfahrung gezeigt hat. Die Butter stelle ich hier jetzt mit auf den Deckel drauf. Der wird ja auch warm. Ich hoffe, dass er nicht runterfällt. Ansonsten muss ich die Butter separat warm machen. Und meine Schuhe furzen schon wieder wie Sau. Ja, so geht's. Gut. Kurz mal gucken. So habe ich es vorne drauf gestellt, so dass die Lüftungslöcher nicht zu sind. Nein, aber vom Rauch wird die Schale warm und dann schmilzt die Butter. Nur nicht blöd sein. Gut,
das Prinzip oder der Unterschied jetzt zum meinen normalen Hähnchen. Ich werde halt jetzt öfters reingucken müssen und immer wieder pinseln. Ja, und da wir ja den Moester-Ring benutzen, nehmen wir auch den Moester-Pinsel. Jawohl. Gut, Leute. Wenn gepinselt wird, geht's weiter. Nach gut 20 Minuten. Ja, das Ding kann ich noch anlangen. Schauen wir jetzt mal hier rein. Was haben wir denn da oben? An Temperatur. Ja, knapp 200 Grad haben wir ja jetzt schon. Und Butter läuft jetzt noch keine raus. Ja, ich glaube, da hole ich mir nachher noch mehr Butter zum Einstreichen. Aber wir geben hier auf alle Fälle schon mal ein klein bisschen drüber. Und unten, wenn das Wasser verdampft ist, bleibt ja unten. Oh Mann. Bleibt ja unten dann eh fast bloß noch die Buttermischung übrig. Aber jetzt wollen wir es weiter drehen lassen. Und so, ja, in 20 Minuten schauen wir nochmal rein. Ich hole hier auf alle Fälle jetzt nochmal ein Stück Butter und stelle es auch oben drauf zum Schmelzen. Ja, Leute, und was soll ich sagen, wenn man da schon so einen knapp 20 Euro Gockel vom Bauern seines Vertrauens auf dem Grill hat, dann darf man auch ein Stück Butter verheizen. Dann wären wir schon in der nächsten Runde. 200 Grad haben wir jetzt am Deckelthermometer auch erreicht. Das Ding kann ich immer noch anlangen, wunderbar. Oh weia, ich glaube, da muss ich so langsam mal ein bisschen zuregulieren. Und dann streichen wir das ganze Teil nochmal so halbwegs ein, beziehungsweise tun wir es drüber träufeln. So, und ab jetzt kommt dann der Moment, wo auch wieder ein bisschen Kindergeplärr bei mir im Video ist, aber das ist der ganz normale Normalzustand. Na Finn, was sagst du, wie sieht der Gockel aus? Lecker? Nein? Ja, bei mir schüttelt er den Kopf und dann rennt er zu seiner Mama und sagt, der Gockel sieht lecker aus. So ein Hundling. Ich glaube, der will mich bloß ein bisschen ärgern, wie immer. So. Ja, dann wollen wir mal wieder gucken und die Temperatur messen. Und das Fett tropft hinten wirklich in die Glut, nein. Der braucht noch. Der braucht noch. Ja, so ein dicker Klopper, der braucht halt. Jo, dann schauen wir mal, ob der Flieger jetzt fertig ist. Ja. Ja, so ein dickes Vieh hat halt den Nachteil, der braucht länger, aber der Vorteil ist, es können wesentlich mehr Leute dran futtern. Mach mal über 80, passt. Ja, locker. Ja, 75. Wir riskieren es jetzt einfach, 76. Wir riskieren es jetzt einfach, holen runter und tun anschnibbeln. Ja. Juhu! Heiß. So, Schatzi hat schon angefangen hier. Jetzt müssen wir sie bloß noch
hier runterkriegen. Der wird wahrscheinlich heiß sein wie Hulle. Ja, geht gut. Wunderbar. Wunderbar. Oh, Petersilie. Tja, Leute, ich war wieder zu langsam. Schatzi ist zu am Schnibbeln. Die kämpft sich mit der Geflügelschere wieder mal ab. Und ich esse hier schon Pommes. Ja, da ist ein bisschen Petersilie drin. Sag mal. Denkst du nicht, dass du da ein bisschen übertrieben hast? Nein. Kannst du mal reinsauen? Der Peter hat gesagt, da muss viel Petersilie rein. Ja, aber... Ja gut. Sag mal. Die hat wenigstens die Butter drin gehalten. Okay, Leute, wir lassen jetzt Schatzi fachgerechtes Hähnchen zerlegen und dann gibt es natürlich ein schönes Probiererle. So, Freunde, während Schatzi sich noch mit dem Gockel abquält, also hier haben wir die Einzelteile drin. Da hinten die Teller sind schon halb gefüllt. Ich habe mir mal wieder fast ausschließlich Brust geklaut. Ja, dann probieren wir doch mal. So, und jetzt Hähnchen pur mit ein bisschen Haut. Schmeckt auch definitiv die Petersilie mit raus. Und Schatz, weniger Petersilie hätten wir gar nicht reinhauen dürfen, weil sonst hätten wir die wahrscheinlich gar nicht so rausgeschmeckt. Die war ja auch nicht zerschnitten, nix, einfach bloß im Ganzen reingestopft. Also ich finde es lecker. Ich esse jetzt. Schauen wir mal, wie viel am Schluss übrig bleibt. Meine einer, er, Ramona, die zwei Kids und Andrea, Schatzi, essen mit. Ja, und dann gucken wir mal, was davon übrig bleibt. Tja, Freunde, dann kommen wir noch zum schnellen Fazit in die Runde. Ich habe es ja schon gesagt, mir hat sehr lecker geschmeckt. Die Petersilie hat mir rausgeschmeckt. Passt Ast rein. Schatzi. War sehr gut. War sehr gut. Ramona. Mir schmeckt's noch. Hendrik. Oh, du guckst. Stefan? Super. Super. Und junger Mann, wie hat es dir geschmeckt? Der sagt jetzt wieder mal gar nichts. Ich sage ja, der will mich ärgern, wenn ich ein Video mache. Tja, aber vorher, das hat er nicht mitgekriegt. Nein. Vorher, das hat er nicht mitgekriegt, dass die Kamera noch läuft. Vor der Kamera hat er gesagt, ne, sieht nicht gut aus. Dann ist er weggelaufen. Mama, das Hähnchen sieht gut aus. Also der will mich vor der Cam ärgern. Also wir wollen nicht mehr gefilmt werden. Ich filme euch ja nicht. Ich filme ja nur mich. Wir wollen auch kein Statement mehr dazu abgeben. Ha! Da wirst du gar nicht gefragt. Doch, du wirst gefragt, wie es geschmeckt hat. Ja, Leute. Auch so. Kann man das Hähnchen machen? Wie gesagt, beim Beder Altberlach, von dem hatte ich das Rezept, wie man das Hähnchen so macht. Das war bei ihm, glaube ich, Video 152, wenn ich mich nicht täusche. Ja, und hervorragend. Und wie gesagt, kleinere Göckerle, die sind halt schneller durch. Die werden dann optisch außen auch etwas ansprechender. Aber wenn man eben so einen riesen dicken Klopper hat, ja, der muss halt definitiv länger drauf bleiben und sieht halt dann nicht ganz so optisch ansprechend aus, aber lecker war er, definitiv.
Okay, das war's mit diesem Video. Leute, wir sehen uns. Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Oh ja, jetzt hätte ich es fast vergessen. Übrig geblieben ist ein Schenkel und ein bisschen vom Brustfleisch. Das war's. Also, ein gut neigleuchtet.